UN-Kommission erhebt schwere Vorwürfe gegen Israel. Konkret geht es um die Folterung und Verschleppung von palästinensischen Zivilisten aus Gaza sowie Angriffe auf medizinisches Personal. Also jeder, der die Medienberichte der letzten Jahre verfolgt hat, dem wird das eigentlich schon klar geworden sein, also dem wird das schon klar gewesen sein, dass Israel Gefangene foltert, vergewaltigt, tausende Menschen ohne Gerichtsverfahren einfach so mitnimmt und dann jahrelang in irgendwelchen Foltergefängnissen versauern lässt oder exekutiert. Also das sind Zustände, die uns aus Israel bisher schon bekannt sind. Vor allem aus der Westbank, wo Israel jetzt schon seit Jahrzehnten ein Besatzungsregime fährt. Doch jetzt gibt es eine UN-Kommission, die in Bezug auf den Gazastreifen diese Vorwürfe gegen Israel noch einmal erhoben hat. Und der Spiegel berichtet. Von der UNO beauftragte Menschenrechtsexperten werfen Israel im Gazastreifen unter anderem Folter, sexuelle Gewalt und gezielten Beschuss von Krankenwägen vor. Unabhängige Menschenrechtsexperten werfen Israel in seinem Krieg die gezielte Zerstörung des Gesundheitssektors in dem Palästinensergebiet vor. Dabei seien Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen worden. Die Experten sind Mitglieder der Kommission, die der UN-Menschenrechtsrat bestellt hat, um die Lage in den von Israel besetzten Gebieten zu beleuchten. Die Vorwürfe sind in ihrem neuesten Bericht enthalten. Na, schauen wir uns mal an, um welche Vorwürfe geht es da. Die Kommission wirft einer bestimmten Armeeeinheit vor, eine 5-Jährige sowie 6 Familienangehörige und 2 Nothelfer, die sie retten wollten, durch einen Angriff auf einen Krankenwagen getötet zu haben. Israels Armee argumentiert, dass die Hamas Krankenhäuser als Kommandozentralen missbraucht und auch unter Sanitätern Terroristen seien. Also das ist die typische Schutzbehauptung der israelischen Armee. Man greift ein Krankenhaus an, man greift ein Flüchtlingslager an. Da war irgendein Hamas-Kommandeur, da war eine Hamas-Kommandozentrale. Typische Schutzbehauptung wird von deutschen Medien auch immer unkritisch verbreitet. Wenn später nachschaut, stellt mich meistens heraus, nee, da war keine Hamas-Kommandozentrale. Das war einfach nur Propaganda der IDF, die durch nichts belegt war, aber wofür braucht man Belege, wenn man das mediale Narrativ in seiner Hand hat? Die Kommission verlangt die sofortige Freilassung der von islamistischen Extremisten aus Israel verschleppten Geiseln und ein Ende der Angriffe auf das Gesundheitspersonal im Gazastreifen. Um die Ursachen des Konflikts zu bekämpfen, müsse Israel die Besetzung palästinensischer Gebiete beenden, Siedler abziehen und Reparationen an Opfer zahlen. Die Vereinten Nationen betrachten nicht nur das Westjordanland, einschließlich Ostjerusalem, sondern auch den Gazastreifen als von Israel besetztes Gebiet, unter anderem, weil Israel weiter alle Zugänge kontrolliert. Israel ist der Ansicht, dass die Besetzung des Gazastreifens mit dem Abzug von Soldaten und Siedlern 2005 endete. Und ja, Israel kontrolliert den gesamten Zugang des Gazastreifens. Das Bruttoinlandsprodukt im Gazastreifen pro Person hat sich seit 2005, schon vor dem Beginn des jüngsten Krieges, es gab ja 4 Kriege seitdem, mehr als halbiert, was eben auch mit dieser israelischen Blockade oder wo die israelische Blockade hauptsächlich dran schuld ist. Ohne die israelische Blockade, ohne die andauernden Kriege, die Israel im Gazastreifen geführt hat, sähe es dort wahrscheinlich nicht so aus. Und der aktuelle Krieg, der verfolgt ja auch das Ziel, den Gazastreifen unbewohnbar zu machen. Deswegen auch die Angriffe auf das Gesundheitssystem in Gaza. Hier noch ein weiterer Vorwurf. Israel habe medizinisches Personal festgenommen, befoltert und bewusst auf Krankenwägen gezielt mit den Angriffen auf Kinderkliniken und Stationen für Neugeborene unermessliches Leid herbeigeführt, heißt es in dem Bericht. Also Israel greift gezielt das Gesundheitssystem in Gaza an. Das sagt dieser UN-Bericht jetzt nochmal ganz klar und deutlich. Und es ist das, was wir schon seit Kriegsbeginn beobachten. Der Großteil der Krankenhäuser, die in Gaza arbeiten, der Großteil der Krankenhäuser, die in Gaza existieren, arbeitet mittlerweile nicht mehr. Einerseits, weil die Versorgung zusammengebrochen ist, andererseits auch, weil sie von Israel beschossen und bombardiert wurden. Israel versucht gezielt, das Gesundheitssystem im Gazastreifen zu zerstören. Das Ziel ist es, den Gazastreifen unbewohnbar zu machen. Das Ziel ist eine ethnische Säuberung des Gazastreifens. Mittlerweile sind dort schon mehr als 40.000 Menschen getötet worden, wahrscheinlich noch wesentlich mehr. Und die riesige Mehrheit dieser Opfer ist nun mal Zivilisten, was auch zu erwarten ist, wenn man Flüchtlingslager und Krankenhäuser angreift. Also wenn man hauptsächlich zivile Ziele angreift, dann tötet man auch hauptsächlich Zivilisten. Das ist eine logische Folge der israelischen Kriegsführung. Das muss man an dieser Stelle, glaube ich, auch nochmal ganz klar sagen. Und dieser UN-Bericht unterstreicht das, was die meisten Kritiker des israelischen Rachefeldzuges in Gaza schon seit Beginn sagen.